Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran, weil es mal Case-App von einem Trainer. Ich komme mal schauen, wir haben hier einen guten Junior. Und dann bin ich wirklich mal ins Training schauen und musste sagen, ja, es ist nicht einmal so unrecht, aber das war dann noch so weit weg als C-Junior, dass wir auch nicht voraussehen können, was er für eine Karriere wird machen, das ist klar. Matthias und Christoph was the big signings and I was just a little junior. I'm very happy and thankful for playing with him. He's a fantastic ambassador for Swiss floorball, for floorball in general. Deine Zahlen werden noch sehr, sehr lange unerreicht bleiben. Er hat jetzt als erster Spieler in der Schweizer Liga über 1000 Scorerpunkte erreicht. Er ist der allzeit WM-Topscorer. Und ich glaube, bis diese Werte von jemandem geschlagen werden, gehen noch ein paar Jahre vorbei. He was a star, one of the biggest stars we have in international floorball. So we chat quite a lot of during those years and he was always an exceptional person also. Logically, the moments I have connected with him ist some of his goals he scored against us. Hier das Hochbau an einer Linie gespielt und dann erstes Spiel gleich mit ihm. Nach 15 Sekunden, glaube ich, hat er mir, stehe ich alleine vorm Tor, schön auf die Schaufel geflippt, sodass ich mein erstes Tor für die NLA schießen konnte. Das war wirklich, das war mein spezieller Moment da. They had the first match against the Swedes and they were outside the arena warming up. And I was wondering first that oh, that looks like more like a physical practice. And also the fact that, oh dear, that guy is really fit. Already talked to him there that maybe he should play a winger or a defender because he's such a great player. And we had a good run together with him and actually met him after their bronze game today and said that they still have some things from ourselves when we were there coaching, so. Uni Hockey ist sein Leben, oder? Das ist jetzt auch mit seinem Geschäft, er tut ja Camps machen, Trainingsleiter,